Servus Leute und herzlich willkommen oder auch nicht wieder mal zu den neuesten Lootboy News diese Woche. Von mir natürlich auf meinem Channel erfährt ihr natürlich mal wieder das neueste Zeugs, was hier so auf Lootboy neu ist. Und wie sehr lohnt sich das wieder, was ihr euch kauft? Es ist jetzt wieder ein paar neues Zeug hier aufgetaucht auf Lootboy. Wer es noch nicht hat, wer es noch nicht kennt, schaut sich ein paar Videos vorher von mir an. Ich werde es noch verlinken. Link auch zur Anmeldung hier von Lootboy in meiner Beschreibung, Leute. Also einfach mal runterklicken. Ganz wichtig heute mal. Wir fangen hier gleich mal wieder an. Lootboy Comics, ganz wichtig. Ich hoffe, ich lese sie immer noch. Ihr seht, meine Coins wachsen immer mehr, aber ich kaufe auch zu viel. Wir fangen schon mal mit den Deals an. Wir haben hier einmal das Famous Glory Premium Lootpack wieder mal. Endlich ist wieder mal ein Lootpack da für Dark Orbit Codes. Liebe Leute, Dark Orbit geht raus. Hier, Ruhm und Ehre gibt es in vielen Spielen zu holen, aber besonders in diesem neuen Premium Lootpack wieder Dark Orbit High Orbit Pack. Ja, Mann. PC-Vollversion Kingdom Come Deliverance. Das Spiel ist auch erst vor kurzem erschienen, um genau zu sein, letzte Woche. Das ist, ich habe hier gerade das heute mal aufgemacht, ein realistisches First-Person RPG-Spiel, was im Mittelalter spielt. Und soll ziemlich cool sein. Ich würde mich urfreuen, wenn ich das irgendwie bekomme, weil ich feiere das Spiel. Das will ich sofort spielen. Und so spare ich mir überhaupt das, wenn ich das, wenn ich das bekommen würde, würde ich mir auch ungefähr 60 Euro da sparen, weil das Spiel kostet wieder mal 60 Euro. Und ja, weil ich mir leider immer so viele Spiele kaufe, wäre es irgendwo cool, wenn ich mir auch was da sparen würde. Man kennt das ja ganz sicher. Mal schauen, ob wir das kriegen. Auf jeden Fall, ansonsten gibt es hier wieder mal endlos viele Sachen zu. Ja, hier haben wir es eh nochmal. Hier haben wir nochmal einen kurzen Videoausschnitt von dem Spiel. Können wir hier ein bisschen so vorspulen, dass irgendwas Cooles ist? Auf jeden Fall ist das ein neues Spiel. Und das ist geil. Also, spielt halt im Mittelalter. Man könnte das so sagen, so wie The Witcher, aber nicht, dass es jetzt um Hexen und sowas geht, aber so vor dem Stil her, also man Mittelalter halt. Aber bitte nicht jetzt vergleichen, ja, damit. Ich will nur, dass der Unterschied klar ist, also was man tut. Man sieht ja eh gerade im Trailer, was erkläre ich auf jeden Fall, aber ja, First Person halt. Obwohl, The Witcher kann ich auch mal wieder spielen, da gibt es schon immer geile Sachen. So, genug geschaut. Da machen wir heute auf jeden Fall 10 Packs auf. Ich sage es gleich noch einmal dazu. Wir maximal sind davon 10 Packs am Tag zu kaufen. Man sieht es jetzt gerade, Tageslimit erreicht. Was ich aber hier gesehen habe, vielleicht können wir das dann hier sehen, Deals. Tactical Wargames, wenn ich hier Zahlungsprozess, genau. Was hier gerade für mich neu ist, am Smartphone geht es nicht, aber hier schon. Hier kann ich endlich die Päckchenauswahl festlegen. Das ist endlich mal was Geiles. Von denen kann ich mir jetzt auch wieder 10 kaufen. Also je pro Päckchen, weiß anscheinend, kann man sich 10 Stück kaufen. Das ist gut hier am PC. Ich kann mir hier 10 Stück auf einmal kaufen und habe immer die 99 Cent Abrechnungen. Ich mache das immer mit dem Telefon und habe auf meinem Kontoauszug tausende 99 Cent Abrechnungen. Das ist ein bisschen zu viel. Aber das geht hier nicht. Ich habe es am Smartphone ausprobiert. Vielleicht habe ich es auch noch nicht geupdatet oder so, weil das ist noch nicht lange, das weiß ich. Das ist noch, kann noch nicht lange sein. Auf jeden Fall am Smartphone geht es nicht. Vielleicht habe ich noch kein Update gemacht. Am Smartphone muss ich noch schauen. Es wäre auch cool, wenn das da funktioniert. Aber da ist das chillig. Am PC, wer sich ein paar Kontoauszüge, Papierchen im Jahr sparen möchte, so macht sie das. Deals. Wir gehen weiter noch. Fantasy Games ist noch da. Premium Lootpack 2018 haben wir schon durch. Premium Lootpack Cars Edition ist noch immer unneu. Rush for Glory Premium Lootpack, das ist natürlich nur noch verfügbar bis einen ganzen Tag ist das noch verfügbar, liebe Leute, holt euch das Rush for Glory Steam Code im Wert von 10,99 €. Schnappt euch noch heute das unglaubliche günstige Rush of Glory Premium Lootpack zum Sparpreis um 99 Cent. Das Spiel kostet anscheinend nur 11 Euro, aber ihr bekommt es um nur 1 Euro. Das Spiel, ich sag mal selber anschauen, das sagt mir jetzt gerade nicht so viel an, dass es wichtig für uns alle ist. Punch Club ist mal wieder neu. Wir sind doch nicht. Oh, nächste Seite, okay, passt. Punch Club, ein typisches altes Boxspiel, wie man es immer kennt.
Ja, kann man sich auch gönnen, 2 Euro. Was mir wichtig ist, beziehungsweise ich eigentlich vorgehabt hätte, ich versuche beim nächsten Mal ein bisschen mehr die Spiele auch noch so einzubauen, beziehungsweise ich werde sie mir selbst kaufen und mal kurz ein paar Szenen spielen, beziehungsweise ob euch das auch zusagen würde, wenn ich in der Folge die einzelnen Spiele nochmal genauer herzeige. Ich mache meistens, wenn mir Spiele wirklich von der Interesse her passen, zocke ich sie sowieso an und mache eine separate Folge. Das würde mich gern interessieren von euch, ob euch das so passt oder ob ich hier irgendwas noch verbessern kann, ob ihr noch irgendwelche Wünsche habt, ob ich euch Spiele noch näher bringen soll. Ich versuche euch noch immer hier mal die günstigsten Schnäppchen rauszusuchen, meine Empfehlungen und wie groß sind die Lootshots. Ja, ich sehe gerade, Deals ist nicht sonst nichts Neues. Ihr könnt euch hier diese Woche auf der ersten Seite glücklich schätzen und die ersten Packs hier abkaufen. Ich würde Grand Theft Auto sowieso wieder ausverkauft. Habe ich auch noch ein paar Geldcodes, die verschenke ich euch noch. Aber mir ist jetzt mal hier ganz wichtig, das Fame and Glory. Also, wir machen es jetzt hier mal reinweise wieder auf. Schauen, was so drinnen ist. Alter, und hier ist wieder... Wir schauen es sich dann wieder einzeln durch. Wir machen das jetzt hier wieder einzeln auf. Dann schauen wir durch, was wir haben. Hier ist auf der Storm anscheinend, sehe ich gerade wieder mal was. Dark Orbit Pack ist dabei. Destiny 2. Citizen 2 Motions und irgendein Wallpaper. Kann man schon herauserkennen. Her Story, alles klar. Elgato Gutschein. Auf jeden Fall mal wieder Civilization. Evolent 2, also der Drop ist schon mal gut, Leute. Ich kann mich da jetzt gerade nicht beklagen. Der Drop ist ja schön. PC-Gutschein. Dark Orbit 4, 2. Der letzte Code. Ah, das letzte Päckchen. Okay. Auf jeden Fall kein Spiel dabei. Wir haben hier einmal ein Dark Orbit Dark Orbit Reloaded Low Orbit Pack. Die Dark Orbit Codes werde ich natürlich aber erst wieder in der Dark Orbit Folge raushauen. Tut mir leid. Robocraft Code, Lords of Knights, Warzone, Mr. Gamer Bros. Wallpaper mal wieder. Spiele, Geld 20 Euro, die werde ich wieder wegschmeißen. Die brauche ich nicht. Was haben wir hier? S4 Leech Waffen und Kostüm Pack. Ja, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich schrotten. Ah, die haben jetzt auch die nächste Seiten eingefügt. Man sieht das, man kann nicht mehr runterscrollen. Die haben auch jetzt eine Seite nach der anderen eingefügt. MyNifcom 50 Euro Rabattcode für einen ganzen PC. Der Code gilt auch nur, wer ihn haben möchte. Ich hole jetzt mal hier raus. Hier bitte der Code. Dieser Code ist jetzt... man muss ungefähr im Wert von 500 Euro einkaufen, damit man 50 Euro spart bekommt. Die PCs aber kosten an sich ungefähr 2.500, habe ich schon gesehen, so, also gut, ich glaube, aber 500 kann man schon einkaufen. Wer ihn haben möchte, ich schau nochmal, 50 Euro Rabattcode, bitte, ich verschenke euch die einfach, wer sich meint, sich ein geiles PC kaufen zu gönnen oder müssen oder wollen. Bitteschön. Ja, da haben wir mal Destiny 2, warum nicht? Warum nicht? Ich schaue hier noch mal kurz. Ja. Destiny 2 ist erst letztes Jahr im September rausgekommen. Besuchen Sie mit diesem Loot Cup bekommst du die Battle.net Code für das Spiel Destiny 2 für dieses Spiel. Das Kontoseite, nachdem Sie Konto eingeloggt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Spiel zufügen. Jawohl, haben wir hier einfach mal die Vollversion von Destiny 2 bekommen. Gönne ich mir auf jeden Fall. Elgato, 20% Rabattcode, liebe Leute. Ja, das ist zum Beispiel super praktisch, wenn man sich ein paar geile Sachen kaufen möchte. Wie zum Beispiel, man sieht sie ist hier die... HD 60S drauf, 20% Rabatt. Ich habe das kleine Gerät auch. Das ist ungefähr, Moment mal kurz.
Ich habe sie eh liegen. Na, zum Glück. Das ist ungefähr hier ein so ein kleines Teil. Das ist super für PlayStation 4, die Spiele sich selbst aufzunehmen. Dafür ist diese Gerätschaft da, damit kann man seine Spielstände alles aufnehmen. Also zum Let's Play benutze ich das auch von PlayStation 4 Spielen. Also dieses Teil kann man sich da kaufen von Elgato. 20% Rabattcode. Ja. Wer das braucht, wer auch meint, vielleicht möchte er ja ein paar Videos machen, hier auch für YouTube. Hier auf jeden Fall und hat hier die Einstiegschance von mir 20% darauf zu bekommen. Und somit kann er schon auf der PlayStation 4 durchstarten. Das funktioniert natürlich ganz einfach. Du steckst die Stecker an die PlayStation an und von der PlayStation an den PC. Also nur PlayStation geht nicht. Du brauchst schon einen PC, ich meine zum Schneiden, hallo. Ja, vom PlayStation in das Gerät, vom Gerät zum PC. Und das rendert das recht schnell und schön. Hier ist ein Storm. Installiere Battle Client, Battle.net, registriere dich, logge dich an. Was ist das? Ein Charakter, alles klar. Vielleicht Heroes of Storm, wer vielleicht haben möchte, schauen wir irgendwann mal. Was ist hier? Wieder Low Orbit Code fürs nächste Mal. Anscheinend 3D Schachspiel. Civilization. Jo. Sind wieder Vollversionsspiele. Das werden wir wieder separat irgendwann verlosen. Was ist denn das, Mann? Seafight gibt's auch, Leute. Seafight Codes. Auch ein Spiel von Big Point. So ziemlich der Vorgänger von Dark Orbit, wenn man so sagt. Weil es alles, was immer in Seafight zuerst gekommen ist, ist erst danach in Dark Orbit gekommen. Also wenn neue Sachen eingeführt worden sind, wurden sie halt auf Seafight Art, dann nochmal auf Dark Orbit Art umgeändert. Aber no, Seafight Code, ziemlich cool, werden wir vielleicht auch mal verlosen beim nächsten Mal. Game Yard Relaxed Gaming Bolster 30% Rabatt. Diese exklusiven Game Rabatt Pillow deiner Wahl. 30%, ca. 30 x 50 cm. Das Kissen gibt es in drei weiteren Varianten. Alles klar. Dann muss ich, ja, okay. Leute, ich hau den Code raus. Wer möchte ein geiles Kissen? Vielleicht hätte ich es mir ja bestellt. Ich verschenke euch einen 30% Code. Ja, wer schneller ist. Ich werde heute noch nicht danach schauen, vielleicht die Tage irgendwann, wenn der Code nicht weg ist, könnt ihr mir. Ich bin so ehrlich, schaut da nicht gleich nach. Aber wenn ihr das bis morgen, ich gebe euch einen Tag Zeit. Wenn das, sobald das Video hochgeladen ist, einen Tag gebe ich euch Zeit. Wenn der Code da nicht weg ist, kaufe ich mir selber einen Polster. So, dann Cities 2 in Motion. Anscheinend irgendwie so ein für dieses Spiel Fortsetzung beliebten Nahverkehrssimulationsspiel. Ja, wie es schon sagt. Möchte jemand wieder dieses Spiel haben? Bisschen mit Zügen, Bussen. Den Trailer können wir sich hier kurz geben. Ja, gut. Dann nicht. Hier bitte schön der Code. Leute, für euch wieder mal ein gratis Spiel auf Steam einlösen, gell? Nicht vergessen, auf Steam einzulösen. Ja, dann gönnt euch das Spiel mal. So, was ist mir jetzt noch ganz wichtig, dass wir hier noch kurz reinschauen. Ich habe sowieso noch einen Kissencode. Ihr könnt das andere Kissen haben, ich bestelle mal so ein Kissen. Dann habe ich wenigstens ein cooles. Ja, hier habe ich nochmal ein paar 50 Euro PC-Gutscheine. Ubisoft Store Gutscheine von 25% bis 30.04. Liebe Leute, ich sehe aber gerade, die Folge ist knapp. Hab hier aber auch noch Grand Theft Auto Online 500.000 Geld Gutschein für Xbox One. Hab's ebenso auf der nächsten Seite noch für PC. Und hier hängt gerade alles wegen Internetverbindung und wegen 5000 Sachen, die ich hier gleichzeitig rennen lassen habe. Aber Leute, ich möchte euch jetzt hier die Folge nicht zu lang machen. Also, aber ihr wisst, beim nächsten Mal müsst ihr wieder einschalten, weil dann werden wir nicht nur Sachen wieder aufmachen, sondern ich versuche hier mal wieder konstant euch Codes rauszuhaben. Wir werden sich da wieder ein bisschen Zeit nehmen, eine Folge lang. Vielleicht kommt noch diese Woche ein Opening. Ich werde einfach Codes raushauen. Meine bitte auch nochmal in die Kommentare Wünsche, Vorschläge, Feedback bitte reinschreiben. Und mir ist es ganz wichtig, wollt ihr die Codes per Video weiterhin verlost haben oder soll ich einen angekündigten Livestream machen auf YouTube oder Twitch, wo ihr dann wirklich Zeit hättet, zum Beispiel macht das am Abend 8 Uhr, eine Stunde lang alles aufmachen und ihr habt die Chance, das dann anzuschauen.
und euch die Code schnell einzugeben, weil wenn dann jemand da ist, sagen wir mal, der den ganzen Tag zu Hause sitzt oder Urlaub hat und dann das Video als erster sieht und sich da alle Codes abgreift, im Gegensatz zu einem, der gerade in der Arbeit ist, kann nicht oder irgendwo unterwegs ist, in die Kommentare damit, was ist besser, ob euch das eh noch so gefällt, wie ich das hier mache, weil jeder spielt hier nicht alle Spiele, da wäre es lustig, wenn er alle Codes eingibt, ja, ich meine, die verdienen sich da dumm und dämlich, ja, wenn er so viel einkauft, aber jo, liebe Leute, in die Kommentare bitte alles, Däumchen nach oben, Abo dalassen, ich blende jetzt noch ein paar andere Videos ein, schaut da vorbei, ich danke euch, dass ihr angeschaut habt, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, Servus und Ciao, danke Leute!